Ah! Okay. Mal wieder. Boah, wie häufig der halt in einen rein dasht. Wie öde. Der erste Angriff, ne? Mann, immer, ich bring halt immer so ein halbes Jahrzehnt zu früh gefühlt. Meine. Ja, ist okay. Also wenn ich noch früher jumpe, dann fliegt er straight nach oben einfach nur. Ja, ist okay. Aber ich bin halt, ich lerne halt auch nicht draus, ne? Das ist halt immer schön zu früh. Immer. Ja, und springen ist übrigens ziemlich essentiell bei diesem Boss. Muss man nochmal angemerkt haben. Irgendwie das dritte Mal kommt er ein bisschen langsamer. Ohne Spaß, der Boss erinnert mich super krass an Sonic. Und das ist, glaube ich, der einzige Boss, den ich in... Ja, wobei doch im Easy Mode habe ich den auch bekommen. Aber das ist der einzige Boss gewesen, den ich Hardcore-Modus, glaube ich, nicht down bekommen habe. Oder habe ich Solcon down bekommen? Ich weiß es schon nicht mehr. Schon echt 2-3 Tage her, könnte man sagen. Aber, erinnert mich echt übel an Sonic. Lovely! Immer schön runterfallen, das bringt es nämlich mit da. Das ist jetzt hier. Juck, juck. So. Okay, also auf seinen ersten... Oh, kommt dann übrigens von rechts, nicht von links am Anfang. Auf seinen ersten Angriff kann man ganz gut reagieren. So. Ja, man kann auch einfach scheiße sein und dann sterben, weil man dumm ist. Das ich so. Jetzt nicht wieder in die Marotte verfallen, jedes Mal viel zu früh zu jumpen. Dankeschön. Gibt das ohne Spaß? Ich hab das Gefühl, der kommt von Dingsy kommt das schneller irgendwie. Ah, oh mein Gott, natürlich! Ich werde die ganze Zeit mal überlegen, ob man diese Meteoritenschauer da nicht irgendwie noch besser dodgen kann. Alter, weißt du, was du nicht mal hart am Arsch stecken kannst? Könntest du jetzt bitte? Ja, okay. Wo kommt der gute Mann her? Von rechts am Anfang. Rechts, links, rechts. Das ist wie, wenn man über die Straße gehen möchte. Erst rechts gucken, dann links, dann rechts. Nein, da guckt man links, rechts, links. Ich hab keine Ahnung. Das war komisch, aber hat funktioniert. Mann, ich hab doch... Oh, Spaß, ich hab das Gefühl, er kommt von links schneller als von rechts. Wobei es halt auch nicht gut ist, wenn ich diesen ersten Dodge hier verkacke. Und ich meine jetzt nicht verkacken, indem ich sterbe, sondern verkacken, indem ich runterfalle. Okay, also er kommt halt theoretisch nicht rechts unten in die Ecke, aber er hat einen Meteor unten rechts. Von unten rechts kommt, bist du halt ziemlich hart am bisschen. Moment, sind die Meteoren fest? Also, kann man die mal gleich dutschen? Not sure. Also gerade das hatte ein ziemlich ähnliches Muster. Auf jeden Fall. Boah. Gut, doch, super. Das nervt mich halt, ne? Wow, 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 Doppelsprung. Du bist mein bester Freund. Eieieiei. Ich hasse den Doppelsprung, ne? Ist schon mal aufgefallen. Aber wenigstens gibt es dieses Mal keinen Sog. Der Sog war echt
Das heißt, das war close. Okay, ich glaube, sie sind nicht immer gleich. Das macht es aber nicht unbedingt besser. Das Problem ist, ich habe mittlerweile halt schon wieder vergessen. Ich weiß ja, dass danach diese Ausrufezeichen kommen und dann kommen da diese Brocken von oben. Aber ich habe schon wieder vergessen, wie häufig er das macht, bevor er mich wieder anfliegt. Ja, also wenn er stehen bleibt, muss ich auf jeden Fall von der Plattform noch runter. Ich bitte dich. Kann ja mal was anderes versuchen, um diesen Anfangs-Shit zu dodgen. Ne, bin ich schnell genug oben, leider Gottes? Hm. Auch dieses mit dem, dass der von links nach rechts geht, da, das erinnert mich auch so krass an Sonic. Das ist echt der Wahnsinn. Und wenn er... Oh mein Gott!
Hallo und herzlich willkommen zurück zu I Wanna Defeat the Pixel. Beim letzten Mal haben wir mehr oder weniger Stage 2 abgeschlossen. Nur mal so generell gesagt, der Boss hat mich noch einiges an Zeit gekostet. Auch, also insbesondere, weil man ihn halt echt so selten treffen konnte. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann konnte man das Pattern halt einfach. Und wir sollen uns jetzt, wer sich noch ungefähr an die Cutscene erinnern kann, jetzt ein Ausrufezeichen suchen, ein grünes Ausrufezeichen, was eine Rakete bauen kann, was uns dann Richtung Weltraum schießen kann, damit wir den nächsten Gott treffen. Tja, okay. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, go, go, Gadget. Ist das eigentlich der gleiche Weg, den wir... Das kommt mir so bekannt vor. Das kommt mir so bekannt vor irgendwie. Haben wir das nicht hier schon mal gemacht? So oder so ähnlich? Oh, hab ich den Jump eigentlich eben nur mit Pure Luck geschafft? Ja, aber... Ey. Zack, einfach nur. Aber mir kommt das so vor, ich habe gerade so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis. Ja, als ob wir das schon mal gemacht hätten, ja. Da, lol, da sind wir ja schon. Oh, it's you. If you mean the chosen one, then yeah. Boah, Alter, wie hochnäsig das klingt. Ja, der Auserwählte, ja, das bin ich. Mhm. I suppose that Ramnos told me that you would be able to help me to arrive where the Star Goddess is. Well, yeah, I only need a bit of time to build you a spaceship. I only need some time to make it. Das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Okay, I'll wait. I'll do it as fast as I can. Schwarzer Bildschirm. Und Kaching. Warte, oh, kleines Raumschiffchen. Da wird ja das Ausrufezeichen niemals reinpassen. So fast! What did you expect from a Pixel? Ja, weiß ich ja nicht. Diese Pixel haben sich dann zu neuen Pixeln zusammengesetzt und dann läuft der Hase. Anyway, I've built the ship so you can travel to the space, but before I will give you a helmet so you can breathe when you exit it. Be careful in the space, there are space guardians. They attack whoever they meet that is invading their territory. I will be. Now I must hurry before that Pixel gets where the Star Goddess is. Ja, okay. Whatsoever. Ich kriege jetzt noch eine Flugsequenz. Also so eine... Dodge... Ah ja, kriegen wir sogar wirklich. Kann ich hier abschießen? Hm. Oh, okay, krass. Ich speichert hier. Töten nicht die weißen Dinger auch? Aha, Sachen, die man wissen muss. Du dei, Sachen, die man wissen muss. Du dei. Ich hab halt keine Ahnung, nicht, ob mich die weißen Teile auch killen. Oh mein Gott. Aber cool. So, so eine ähnliche Passage hatten wir ja auch. Wobei hatten wir so eigentlich ja. Okay, die weißen Dinger können mich nicht. Sehr gut. Kann ich mich da. Kann ich das aufladen? Ja, kann ich. Okay. Es ist so wie immer. Es ist nicht worth, wenn du halt nichts triffst. Haben die irgendein bestimmtes Muster, wie sie sich bewegen? Das ist einfach nur straight up random.